Grundsätzlich will jede Jolle, egal ob das eine Gleitjolle wie ein Flying Dutchman oder ein 470er oder eine Verdrängerjolle wie ein Pirat oder ein Conger oder ein Skiff wie ein 49er oder 29er, aufrecht gesegelt werden. Egal ob bei wenig Wind oder Starkwind, egal ob Raumschutz oder an der Kreuz. Je gleitfähiger eine Jolle ist, umso wichtiger ist das absolut aufrechte Segeln. 5 Grad Krängung an der Kreuz bei einem Flying Dutchman etwa führen schon zu deutlichem Fahrtverlust. Es gibt nur eine Ausnahme, wann man jede Jolle deutlich nach Lee krängen darf. Nämlich dann, wenn so gerade eben der erste Wind die Wasseroberfläche kräuselt und man eher noch Orientierungstreiben macht als Segelboot fahren. Dann wird nämlich durch das Krängen erreicht, dass die Segel in ihr Profil fallen und das bisschen Wind, was vorherrscht, leichter Vortrieb erzeugen kann. Gleichzeitig wird die Mannschaft weit nach vorne im Schiff gehen, um hinten die Spiegelkante, das Heck, aus dem Wasser zu bekommen. Wenn nämlich das Heck hinten ins Wasser taucht, hat man zwar ein schön laut gurgelndes Heckwasser, aber das bremst ganz furchtbar, weil das Boot sich hinten festzieht. Sobald man aber Fahrt im Schiff hat, 2 Windstärken spätestens, heißt es, gerade machen das Boot, aufrecht segeln. Und solange ich das Boot mit meinem Mannschaftsgewicht aufrecht segeln kann, so die Maximum Power aus dem Segel herausholen. Solange ich eine Jolle aufrecht segeln kann, mit maximalem Segeldruck, ist der Spalt zwischen Vor- und Großsegel von entscheidender Bedeutung, weil beide Segel, Vor- und Großsegel, egal ob das eine große, weit überlappende Genua wie hier beim Flying Dutchman ist oder eine kleine Fock wie bei einem 420er, beide Segel sollen eine aerodynamische Einheit bilden und dafür ist der Spalt zwischen Vor- und Großsegel von entscheidender Bedeutung. Der muss so klein wie möglich gemacht werden. Und um überhaupt erkennen zu können, was das heißt, so klein wie möglich, habe ich da oben im oberen Drittel des Achterlegs vom Vorsegel einen Spinnerkartuchfaden angebracht. Und dieses Fenster in Salinghöhe des Großsegels ist nicht dazu da, um die Konkurrenz bei viel Krängung und viel Wind in Lee besser beobachten zu können, sondern nur, um erkennen zu können, wie weht dieser Faden im Achterleg des Großsegels auf, des Vorsegels auf. Ich gehe also an die Kreuz, Vorsegel ist dicht, Großsegel ist dicht, gucke durch das Fenster. Der Faden weht schön sauber nach hinten aus. Das tut er aber auch, wenn der Spalt zwischen Vor- und Großsegel viel zu groß ist. Da geht aber Vortriebsenergie ungenutzt verloren. Jetzt fange ich an, mehr Spannung auf das Achterleg des Vorsegels zu geben. Und damit wird der Abstand zwischen Vor- und Großsegel kleiner. Und dieses Spiel kann ich so lange treiben, bis dieser Faden im Achterleg des Vorsegels durch Wegklappen mir anzeigt, jetzt hast du es übertrieben, Achterleg so weit entlasten, dass der Faden wieder weht, dann ist die Einstellung perfekt, dann bilden Vor- und Großsegel eine optimale Vortriebseinheit. Und dieses Spiel mit der Spannung auf dem Achterleg des Vorsegels ist so wichtig, dass sie in vielen Regattajollen eine Verstellmöglichkeit entweder durch Verlagern der Hohlepunkte, indem man den Hohlepunkt nach vorne verlagert oder nach unten ziehen kann oder den Mast aufrechter stellen kann. So wichtig, dass die Trimmeinrichtungen vom Steuermann aus bedient werden können. Erst wenn der Winddruck so stark wird, dass schon alles Gewicht auf der Luftkante ist, das Boot trotzdem krängen will an der Kreuz, wird das Spiel mit dem Faden im Achterleg des Vorsegels uninteressant, dann kehrt sich das um, dann wird es für den Steuermann wichtiger, dass er Druck im Rigg los wird, möglichst da, wo er am meisten stört, nämlich oben, den Druckpunkt im Rigg nach unten verlagern. Beim Vorsegel reduziert man den Druck oben im Rigg, indem man dann wieder den Hohlepunkt nach hinten oder nach oben fährt oder den Mast fallen lässt. Und bei gleitfähigen Jollen setzt man das Mittel, den Mast schräger ins Schiff stellen, ganz bewusst ein. Das nennt man Raken. Dann fangen nämlich solche Jollen hoch am Wind das Gleiten an. Und wenn eine Jolle seine Verdrängerfahrt überwinden kann und in den Gleitzustand kommt,
fährt sie nahezu doppelt so schnell hoch am Wind.